Die Fritzbox 6690 Cable ist das neue Flaggschiff im Cablenetz bei AVM. Dementsprechend wurde hier auch eine Laborfirmware veröffentlicht. Die Laborfirmware hat eine interessante Neuerung und die schauen wir uns nach dem Intro an. Ich zeige euch erstmal, auf welcher Version ich hier bin. Dazu gehe ich auf System und Update. Und hier sieht man die Versionsnummer, das ist die 7.39.96596 Beta, also eine Laborfirmware von AVM. Die ist aktuell nur über eine manuelle Installation möglich. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Noch wichtiger als die Versionsnummer ist allerdings, welche Neuerungen die mitbringt. Natürlich gibt es wie immer Detailverbesserungen, was jetzt uns in dem Video aber am meisten interessiert, ist die Möglichkeit, mit WireGuard eine VPN-Verbindung herzustellen. Dazu gehe ich hier einmal auf Internet und auf Freigaben. Und hier kann ich dann auf VPN WireGuard gehen. Hier gibt es dann einen extra Reiter. Nach wie vor gibt es auch noch IPsec, das ist auch ein VPN-Protokoll. Allerdings bin ich eher ein Fan von WireGuard. Und das hat ganz praktische Gründe, denn um IPsec zu verwenden, muss ich so eine krude Software von AVM auf Windows benutzen. Das wird nicht nativ unterstützt. Auf Android wiederum wird IPsec von sich aus unterstützt, es muss nicht mal eine Zusatzsoftware installiert werden. Also hier trifft wahrscheinlich eher AVM keine Schuld, aber IPsec ist einfach, wenn man einen Windows-PC hat, nicht die Waffe der Wahl. Bei WireGuard muss ich zwar auch eine Zusatzsoftware installieren, die ist aber deutlich einfacher gestrickt und ja, die funktioniert einfach, wie sie soll. Also, wie kann ich jetzt hier Verbindungen hinzufügen? Das Wichtigste ist natürlich, ich brauche eine öffentliche IP-Adresse. Das Schöne ist jetzt hier bei der Einrichtung, es reicht auch eine öffentliche IPv6, denn die deutschen Mobilfunknetze sind ja mittlerweile in der Lage, auch mit IPv6 umzugehen. Und was ich auch brauche, ist ein Dünn-DNS-Anbieter. Dazu hatte ich schon mal ein separates Video gemacht. Und man sollte hier auch darauf achten, dass der IPv6 fähig ist. Das ist relativ einfach einzurichten und man sollte sich jetzt nicht mehr nur noch auf IPv4 verlassen für die Verbindung. Ein kleiner Hintergrund noch bei WireGuard, der wird immer versuchen, erst über IPv4 und dann erst über IPv6 die Verbindung herzustellen. Das heißt, wenn ihr unbedingt IPv6 verwenden wollt, dann darf der Dünn-DNS gar nicht auf IPv4 auflösen. Das kann man zum Beispiel über mehrere Subdomains dann realisieren. Das war jetzt aber nur ein kleiner Seitenkommentar. Wer eine öffentliche IP hat, also eine IPv4 oder IPv6, der kann das Ganze hier nutzen. Es muss nur einmal Dünn-DNS eingerichtet werden. Ihr könnt auch mal in die Videobeschreibung schauen, dort habe ich einen Affiliate-Link zu do.de. Das ist wohl einer der günstigsten Anbieter, wenn es um solche dynamischen DNS-Dienste geht. Es nennt sich dort FlexDNS, da kann man sich am günstigsten einfach eine .de-Domain kaufen. Die kostet nur wenige Euro im Jahr und man kann darunter auch mehrere Accounts anlegen. So, genug von dem Werbeblock, jetzt gehen wir mal hier auf Verbindung hinzufügen. Und ich nehme eigentlich immer die vereinfachte Einrichtung. Die benutzerdefinierte habe ich bisher noch nicht gebraucht. Die WireGuard-Verbindung, die nenne ich mal UsefulWid. Und jetzt erstellt er mir eine. So, und jetzt hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eben ein Smartphone, dann kann man einfach einen QR-Code abscannen. Dazu brauche ich die WireGuard-App auf meinem Smartphone und kann einfach den QR-Code, den ich hier angezeigt bekomme, abscannen. Und ab dann funktioniert direkt die Verbindung. Und das Ganze ist auch so schlau, dass schon die Dünn-DNS-URL direkt korrekt mitgegeben wird. Wer das Ganze auf Windows machen möchte, der kann jetzt einfach hier diese Einstellungen herunterladen. Dort bekomme ich dann eine wg-config-Datei, also wg-config.conf, und die kann ich dann eben in meine WireGuard-Software importieren und damit die Verbindung herstellen. Jetzt gehe ich hier einmal auf Schließen. Auf weiter zur Übersicht und hier habe ich jetzt eben meine Verbindung angelegt. Grün ist das hier noch nicht, weil es gibt keine aktive Verbindung. Die Sache ist aber, ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, mir im Nachgang das nochmal anzeigen zu lassen, den QR-Code. Ist glaube ich auch so gedacht. Hier sieht man nochmal die Schlüssel, das ist nicht schlimm, weil die lösche ich gleich. Das heißt, wenn ihr mal hier irgendwas verliert, also eure Verbindung auf dem Smartphone verliert, einfach die Verbindung rauslöschen und eine neue hinzufügen, das geht ja wirklich mit wenigen Klicks. Da legt man dann einfach eine neue Verbindung an,
und muss sich da keine Gedanken um die alten machen. Ja, jetzt hätte ich hier wieder die neue Verbindung und ja, das ist tatsächlich hier der QR-Code. Also nicht verwirren lassen, das ist kein Beispielbild, das ist tatsächlich der QR-Code, der abgescannt werden muss. Wenn ich hier auf Schließen gehe, dann bekomme ich ja die Warnung, die habe ich vorhin so schnell weggeklickt, aber hier steht es eigentlich nochmal, dass aus Sicherheitsgründen die Zugangsdaten nicht erneut aufgerufen werden könnten. Im Umkehrschluss heißt das, ja, wenn ich es halt nicht gesichert habe, dann ist erstmal Pech gehabt und ich muss halt hier eine neue Verbindung anlegen. Und wir wollen das ja möglichst praxisnah machen, deshalb wechsle ich jetzt mal in meine virtuelle Umgebung und dort laden wir jetzt einfach mal die WireGuard-Software für Windows herunter. Geht natürlich ähnlich gut oder noch besser sogar für Linux. Und hier klicke ich einfach mal auf Installation, kann den Windows Installer hier herunterladen, öffne den einmal und sehe, dass der nicht mal ein Megabyte groß ist. Das ist nämlich die große Stärke von WireGuard, dass der relativ klein ist. Allerdings war das tatsächlich nur der Installer. Der hat sich jetzt die richtige Installationsdatei nochmal heruntergeladen und jetzt ist er schon installiert. So, und hier kann ich jetzt den Tunnel aus Datei importieren. Dazu lege ich jetzt die Verbindung nochmal an für die vereinfachte Einrichtung, nenne das Ganze UsefulBit, gehe hier auf Einstellungen herunterladen. Jetzt bekomme ich hier wieder diese Conf-Datei und jetzt kann ich hier sagen, importiere Tunnel aus Datei, gehe in meine Downloads, habe hier diese Conf-Datei und nun ist hier meine Verbindung angelegt. Hier sehe ich sogar meinen Endpunkt, also meine DNS-Adresse mit dem Port hinten dran. Über den Port müsst ihr euch quasi keine Gedanken machen, das macht die Fritzbox von alleine und gibt das auch einfach der Konfigurationsdatei mit. Ich klicke einmal auf Aktivieren und schon ist das Ganze aktiviert und ob es auch tatsächlich funktioniert, kann ich sehen, wenn hier bei der Übertragung sowohl was bei Empfangen als auch gesendet steht. Das heißt dann meistens, dass die Verbindung auch tatsächlich funktioniert und beim Endpunkt sehe ich jetzt meine IPv4-Adresse. Jo. Und im Prinzip habe ich jetzt ein VPN zu meiner Fritzbox aufgebaut. So einfach geht das unter Windows. Unter Android ist es quasi nochmal einfacher, da muss man mit der WireGuard-App nur den QR-Code abscannen. So, ich deaktiviere das Ganze wieder und lösche das Ganze raus, denn ihr habt ja jetzt im Prinzip schon fast alles gesehen, um zu wissen, wie ihr hier eine Verbindung herstellen müsst. Bis auf den Schlüssel, glaube ich, in dem Fall habt ihr den nicht gesehen. Aber ich lösche den hier raus, sodass ihr jetzt hier keine Verbindung aufbauen könnt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wer das Feature mal ausprobieren möchte, der geht, googelt einfach mal AVM Labor oder schaut in die Videobeschreibung. Dort findet man eben die aktuelle Laborversion und welche Fritzboxen unterstützt werden beim Labor. Gerade also bei den Cable-Versionen sieht es sogar relativ gut aus. Da sind drei Boxen dabei, zwei LTE-Boxen, ein Repeater, wobei Repeater wird vielleicht kein WireGuard können. Naja, aber auf jeden Fall auch hier die Fritzbox 7590 und 7530 sind mit von der Partie. Bei der ersten Laborversion hatte ich ein bisschen WLAN-Probleme, jetzt gibt es eine zweite Laborversion. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt stabiler läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich über ein Abo und ja, schaut mal in die Videobeschreibung.